Ihr Auftritt stellt den jeder anderen Frau an diesem Abend in den Schatten, egal ob Oberbürgermeisterin oder sogar Bundesministerin. Doch uns lässt Iris Berben erstmal abblitzen. Wir dachten, eins, was hier fehlt, ist Popcorn. Kein Popcorn. Absolut, ich bin einfach das falsche Opfer dafür. Wieso Opfer? Ich bin kein Popcornesser. Wenn Sie jetzt mit so einem Stück Käse angekommen wären oder mit Spaghetti, Knoblauch und Peperoncino, das wär's. Den Käse besorge ich noch. Aber dann essen Sie den auch gleich. Ja, klar. Wie Iris Berben später auf den Käse reagiert, das sehen Sie gleich. Vorher geht's zu den anderen Promis. Auch die sind fasziniert vom hohen Besuch. Ich wünsche mir mit fast 70 genauso toll auszusehen und sie ist so sympathisch. Ich habe immer den Eindruck gehabt, sie ist eine außergewöhnliche Frau. Auch Bundesministerin Julia Klöckner ist nach Ludwigshafen gekommen. Und das mit einer Mission. Auffallen, denn sonst kennt man die 45-Jährige eher so. Erstmal zu ihrem Outfit. Sie sind ja heute gewagt gekleidet. Weiß nicht, was Sie unter gewagt verstehen. Netzstrümpfe sieht man bei Ihnen selten. Ja, so oft sehen wir zwei uns ja auch gar nicht. Was haben Sie sich dabei gesagt? Wie sind Sie drauf gekommen? Ich weiß nicht, wie Sie sich kleiden. Also man überlegt, was man anzieht und dann zieht man es an. Was war Ihnen dabei heute wichtig? Also, Klamotten waren mir nicht so sehr wichtig. Ich lege mehr Wert auf Inhalt. Ja, dann mal zum Inhalt. Iris Berben bekommt heute den Preis für Schauspielkunst für ihre Leistung im Film Hanne. Nach einem halben Jahrhundert im Geschäft ist Berben zu Recht die Grande Dame des deutschen Films. So viel uns die 68-Jährige in unzähligen Filmen zeigt und offenbart, so sehr bewahrt sie sich ihr Privatleben. Eine klare Grenze. Was war der letzte Film, den Sie im Kino gesehen haben? Mama Mia habe ich mir gerade angeschaut. Ja, ich musste, ist ja auch Erinnerung. An was erinnern Sie sich denn, wenn Sie den Film gucken? An alte Zeiten. Wie waren die? Die waren gut. Die waren intensiv. Jetzt wird's interessant, oder? Da ist sie, die unnahbare Berben lässt uns zappeln. Charmant, aber bestimmt. Private Erinnerungen seien kostbar, sagt die Schauspielerin. Die Preisverleihung samt Gesprächsrunde ist vorbei. Wir wittern unsere Chance, den versprochenen Käse abzugeben. Nee, wir machen jetzt kein Fernsehinterview. Dürfen wir jetzt ganz in den Bereich? Frau Berben wollte leider unseren kleinen Appetithappen nicht mehr annehmen, aber Herr Suchsland ist hier, Filmkritiker, und er sieht gleich Frau Berben noch. Genau. Sie überreichen diesen kleinen Käsegruß. Ich freue mich. Ich bin ganz sicher, es riecht schon toll. Wie der Käse geschmeckt hat, auch das bleibt heute ihr Geheimnis.